Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tipps-Video zum Spiel Farm Together 2. Ja, in meinem letzten Video, und zwar dem News-Update-Video von heute, vom 4.6., habe ich ja nachgefragt, wie man diese Wasserfälle machen kann. Und eine Freundin hat mich drauf gebracht. Ich habe es mir schon fast so gedacht, aber ja, ich hatte halt noch keine Zeit, es auszuprobieren. Ihr seht eigentlich schon, wie das Ganze aussieht, nehme ich an. Und zwar ist das Ganze sehr einfach. Ihr geht einmal ins Menü. Die Voraussetzung, so etwas zu machen, ist allerdings, dass ihr so eine Kante habt. Oder ich glaube, dass das auch hier mit diesen, ja, Hubbeln, sage ich jetzt mal, funktioniert. Ich habe nämlich ein Bild von ihr bekommen, da war es, meine ich, mit diesen Hubbeln hier. Die müsst ihr freigeschaltet haben, das heißt, ihr müsst das Terraforming auf jeden Fall freigeschaltet haben und ihr müsst das entsprechende Level haben, um das Wasser als Untergrund freizuschalten. Das kostet euch dann pro Teil 100 Gold, also pro Fläche. Und jetzt muss ich dazu sagen, den Rest könnt ihr sogar mit Fischen dekorieren. Ihr müsst an dieser Schräge einmal Wasser anbringen. Das sieht dann erstmal nicht groß spektakulär aus. Dann runterhüpfen und dann hier unten auch einmal Wasser anbringen. Und wie ihr seht, dadurch könnt ihr beliebig breite Wasserfälle machen. Einfach genial. Ja, und wie gesagt, ihr könnt jetzt theoretischerweise, wenn ich denn hier mal hochkommen würde, theoretischerweise hier hinten zum Beispiel die Fläche mit Fischen ausfüllen, hier einen großen Teich machen. Wichtig ist halt nur, dass man tatsächlich hier vorne dann das Wasser hat an der Kante. Und was lustig ist, man kann auch so ins Wasser reingehen. Das war mir jetzt vorher noch nicht so bewusst. So dass ihr wirklich diese Vertiefung habt, dass es sich quasi wie echtes Wasser sozusagen anfühlt. Und das finde ich doch ziemlich, ziemlich cool. Ja, das war auch schon alles von mir. Ich wollte das jetzt nicht einfach so stehen lassen, sondern wollte euch natürlich zeigen, wie das tatsächlich geht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video geholfen hat. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man alles so mit diesen Wasserfällen erstellen kann, beziehungsweise was man drumherum alles machen kann, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr auf Steam spielt und eventuell Interesse daran habt, dass man eure Farm mal besucht, dann meldet euch doch auch gerne bei mir, beziehungsweise addet mich einfach, schreibt mir eine kurze Nachricht und dann können wir mal etwas ausmachen, dass ich dann von euren wunderschönen Farmen, wie es bisher aussieht, auch mal Videos machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.